So, da sind wir schon wieder. Ratzfatz, das nächste Video da. Puh, ist das schlecht. Egal, ja, Tatsache ist, ich habe es schneller hingekriegt, als ich gedacht hätte. Weil ich gar nicht gedacht habe, ob ich irgendwas wann wie hochlade. Egal. Schauen wir uns hier nochmal kurz die tollen Charaktere an. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal gezeigt habe. Also man kann jetzt natürlich hier, Shy Guy kann man jetzt in allen tollen Farben nehmen, ja. Dasselbe gilt auch, glaube ich, für Yoshi hier. Weiß nicht, gilt das auch für Koopa? Nee, für Koopa nicht. Nein, nein, ich will kein Koopa. Dann haben wir hier diese Mi Amiibos, so Jürgen Klopp hier am Steuer. Und dann gibt es hier einen zweiten, ah, die kann man noch nicht auswählen, ne? Oder? Nein, kann man noch nicht. Ja, ist ja gut. Also das sind die Fahrer, die im zweiten hier diese komischen also Knochenbrüder und diese komischen Village People verschnitten. Ne, wo kommen die nochmal her? Ist auch scheißegal. Und vorher gibt es jetzt hier Tanuki Mario und Katzen Peach. Meine Fresse, ey, wie kann man so einen hässlichen Scheiß machen, ne? Was haben wir hier? Tanuki Buggy. Bolide. Okay, den Rest haben wir hier schon mal. Wohinter setzt sich die? Natürlich setzt sie sich in den Tanuki Buggy. Was haben wir hier so als Reifen? Ich hab doch. Hä? Hallo? So, warte mal, wo kommen wir denn nochmal hier? Ah, genau. Dann nehmen wir jetzt mal hier so Triforce Räder. Rutscht schon nicht mal rüber da. So, ansonsten hier ist jetzt nichts. Ja, komm, mach mal. Okay, hallo, ich will. Kann man nicht Zufall? Ist mir das nicht gestattet oder was? Springt er einfach rüber. Ah, egal, was sieht denn richtig scheiße aus dabei? Ach komm, die verkackte Sonnenblume hinten dran. So, als nächstes fahren wir also. Ja, wie gesagt, hier noch die zwei Versteckten. Und dann fahren wir den Triforce Cup. Damit sind wir jetzt schon bei 2, 4, 5, also 10 Cups. A, 4 Strecken. 40 Strecken plus die 8 nochmal kommen. Das ist schon ein richtig gutes Angebot, was man da so zur Auswahl hat. Und da kann man echt nicht meckern. So, wenn ich jetzt irgendwie in der Zukunft was machen will. Hier sehen wir wahres Goldmine. Haben sie alle, wie gesagt, auch schon, wie gesagt, schön designt. Dann muss ich sagen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was ich denn überhaupt mache, weil FIFA und der ganze Kladderadatsch, ne. Ich weiß gar nicht, ob das hier, das gefällt hier wahrscheinlich eine gute Höchstgeschwindigkeit, ne, aber. Hier ist gar nicht unbedingt, dass man jetzt immer so eine Höchstgeschwindigkeit hat, weil natürlich auch nicht viel passieren kann. Hier die ganzen Scheigeis, alle Scheißhäuser. Und da muss man mal gucken. Ich hatte ja eigentlich gehofft immer noch, dass man irgendwie so auf die Donkey Kong 64, also dass auf die N64 Spiele auf der Wii U mal endlich Einzug erhalten würden. Ja, das ist aber irgendwie nicht der Fall. Jetzt habe ich schon überlegt, ob ich irgendwo noch auf der Wii irgendwie so ein weiß ich, Luigi's Mansion oder so mal vielleicht zocken würde, aber da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht so sicher, ob ich darauf Lust habe. Ich hätte am meisten Lust auf Donkey Kong 64, auf dem N64, also vom N64. Ja, daher bin ich da im Moment so ein bisschen boah, am Überlegen, ob da was kommt, aber das wird sich ja dann auch erstmal auf die Zeit jenseits des März beziehen, weil, wie gesagt, im letzten Video habe ich es ja schon gesagt, ich bin erstmal bis Mitte Ende, oh komm, wir fahren mal hier geradeaus, mal gucken, was hier so abgeht, bis Mitte Ende März in den USAs. Ansonsten, ja, Dortmund, kann man mal kurz darauf eingehen, ne? Der sportliche Niedergang des Vizemeisters in der Liga war ja schon fast, also machte sprachlos, ja.
werden anfangs war es ja noch ein bisschen Pech, ja, dann noch die Verletzten, dann kam Unvermögen dazu und am Ende so der Hinrunde war es jetzt dann schon mehr eigentlich, dass nicht nur die Beine nicht mitgemacht haben, sondern vor allen Dingen der Kopf nicht. Also das war ja grausamst, wie die Nackenschläge einer nach der anderen. Ich wusste gar nicht, dass wenn man jetzt dagegen fährt, dass man dann beschleunigt wird. Ich dachte, man früher, wenn man dagegen gefahren ist, weil beim GameCube, da kam man voll auf die Fresse. Und ja gut, Rückrunde jetzt, ne? Und naja, da sieht es dann etwas besser aus. Zumindest nach dem ersten Spieltag hat man gedacht, okay, ja, nach dem 0-0 gegen Leverkusen, das wird was, ja, auch wenn die Fehlpassquote ja grauenhaft war, also 56%, glaube ich, Fehlpässe, nicht mal jeder zweite Pass kam an. Und dann kam das Augsburg-Spiel zu Hause und ich habe das gesehen und habe mir gedacht, ja, die erste Halbzeit war ja gut und dann hat man wieder die Chancen nicht genutzt, aber dann hat man dieses Gegentor bekommen, ne? Und danach war es ja wieder aus und vorbei. Dann kommt der Sieg gegen Freiburg und auf einmal ist es wieder, ja, und jetzt sind es nur noch 14 Punkte auf Platz 4. Hallo, wer auch immer das immer sagt, ne, der ist ja sowas von komplett im Leben vorbei geschossen sein. Also ich meine, man steckt im Abstiegskampf. So, dann kommt dieses Spiel gegen Mainz und ich denke mir schon wieder nach der ersten Minute, warum denn? Er trifft dieser Soto den Ball irgendwie so komplett unmenschlich, ja, dass der Ball da oder sowas von ja, exakt ins Tor geht. Das war ja schon wieder widerlich. Aber sie haben es ja tatsächlich gedreht und ja, das ist der Stand. Also jetzt als nächstes geht's gegen Stuttgart und der Abstiegskampf, die halbe Liga ist im Abstiegskampf. Also da ist wirklich geboten, allein dieser letzte Spieltag 5-4 Wolfsburg gegen Leverkusen und die Bayern, die den HSV mal eben ordentlich vergewaltigt haben und ich, der wieder hier, Mann, wollte doch da runter noch, in der Hoffnung, dass dann die mich nicht trifft. Oh, nicht schon wieder, Mann, scheiße hier, immer dieser blöde Blitz. Egal, aber schauen wir mal, wie es weiter geht in der Liga. Vielleicht kriegen wir jetzt doch mal einen Schwung mit. Also das wäre, wenn wir jetzt gegen Stuttgart gewinnen, dann hat man ja zumindest wirklich sowas wie eine Tendenz, die man dann sehen kann. Vorher halte ich davon nicht viel zu sagen. Ja, man ist jetzt... Ah, wo war die Bremse? Weil das ist... Mit einem Sieg ist man zwar ein bisschen weg, aber mit der nächsten Niederlage sieht es dann schon wieder ganz anders aus. Von daher lassen wir uns überraschen und ja, Champions League geht's gegen Juventus Turin. Gegen die alte Dame aus Turin. Schauen wir mal, wie es da wird. Ich meine, zumindest Reus und Aubameyang sind ja derzeit in einer wirklich guten Form. Und da geht ja dann vielleicht was. Ansonsten, ja gut, Leverkusen wird echt schwer haben gegen Atletico, auch wenn Atletico am Wochenende verloren hatte. Weil der Mandzukic und der Griezmann, die sind schon wirklich in einer guten Form. Bayern gegen Donetsk, naja, auch wenn jetzt wieder Bayern-Fan wahrscheinlich sagen wird, ja, das haben wir ja noch nicht gewonnen, aber mal ehrlich. Also, okay, Bayern kam ein bisschen schwer aus der Winterpause und Hamburg ist jetzt nicht Donetsk, aber... Ja, ich meine, Donetsk kommt gerade aus der Winterpause raus, also die sind weder eingespielt noch sonst irgendwas und ich meine, das wird vielleicht kein rauschendes Fußballfest, was Bayern dann bieten wird, aber Bayern wird sich da klar durchsetzen. Und dann haben wir noch die Schalker, ja, Königsblau gegen die Königlichen. Es wird natürlich hart. Muss man so sagen. Also, mein große Aufregung. Cristiano Ronaldo hat seit 3 Spielen nicht mehr getroffen. Ja. Das gab es zuletzt wohl vor 2 Jahren oder 3 Jahren. Also, ich weiß nicht, ob der immer noch Nachwehen von seinem Geburtstag hat. Hier muss ja fliegen. Da will irgendwer auf mich schießen. Na, das war nicht so clever. Saugen wir uns wieder im Windschatten an.
Windschatten. Jawohl. Und also da Schalke muss ja Di Matteo aber wirklich zaubern. Also ich meine, es ist natürlich für Schalke immer bitter, dass immer noch Leute wie ihn verfangen oder halt auch Goretzka oder wie sie alle heißen verletzt sind, aber tja, das ist halt. Selbst mit denen würde ich fast bezweifeln wollen. Oh, das war natürlich auch sehr clever. Banane. Dass sie da eine Chance haben gegen Real. Aber gut, ja, es hat. Ist auch nur ein Fußballspiel und schauen wir mal, was da so dann abgeht. Ja, hier die Strecke, ne? Nichts Spektakuläres. Man kann halt zwei Seiten wählen. Guck mal, da habe ich noch gar nicht gesehen, da kann man auch lang. Aha. Wir haben immer gefragt. Ich hätte jetzt nämlich so oft gespielt, aber dass man da lang kann. Aber tatsächlich müsste es da wohl auch irgendwo die Möglichkeit geben, da lang zu fahren. Aber wie kommt man denn da hin? Gut, ich werde es nicht mehr rausfinden, weil die Strecke ist jetzt vorbei. Ah, hier, und wenn man dann irgendwo, wann, wie auch immer, findet selber raus. So, was haben wir denn? Katzen, Peach. Boah, wenn ihr euch jetzt mal die Pfoten von der anguckt, wie will die denn das steuern? Ich meine, Frauen am Steuer ist ja eh was schon für sich, aber hey, wie kann die denn vernünftig fahren? Na gut, andererseits, ich bin ja auch nicht vernünftig gefahren, ne? So, letzte Strecke. Ist schon die letzte Strecke, ne? Verrückt. Hyrule-Piste. Letztes Rennen, genau, da haben wir's. Besonderheit hier. Wir haben in diesem Fall keine Münzen. Sondern ihr seht's. Wir haben diese Kristalle hier. Oder keine Ahnung, wie die heißen. Ich muss zugeben, ich habe. Zelda ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Oh, yo! Null Kristall. Sechster Platz. Es läuft! Oh, und dann fliege ich auch noch da vorbei, ey. Jo, durch die Mitte durch. Aber dass man Kristalle bekommt, also hier kriegt man genügend von den Dingern, wenn man denn vernünftig fährt und nicht so, naja, okay, ich weiche den einfach mal aus und nicht so geistesgestört wie ich hier. Erstmal hier die Kollegen alle aus dem Weg räumen. Dann gekonnt an den. Sehr gut. Okay, jetzt haben wir schon mal die 10 Münzen, Kristalle, wie auch immer. Weil das Schade ist, dass man hier nicht so sieht, wo man dann landet. Also wenn man das so nach hinten drückt, dann ist ja der Gleitschirm immer im Weg. Das ist ein bisschen nervig. Ah, cool, wenn man da mit. Oh, hinter mir ist irgendwer, der meint, er müsste Feuer auf mich schießen. Das finde ich jetzt nicht lustig. Boah, knapp an der Piranha-Pflanze vorbei. Ist nicht Zeit, kann man jetzt mal hier den ersten abtreffen. Kann man, jawohl. Jetzt läuft es schon wieder wesentlich runter, ganz genau. Und versteuert. Na, ich hab doch noch hinten. Ja, und dann setzt er danach die Banane, ist klar. Nee, ist klar. Ja, gut, Kristalle gibt's da auch nicht. Hallo, mach die Mitte, mach die Mitte.
Da muss man nämlich dagegen fahren, damit man dann. So, zack. Ich liebe diese Blitze. Da krieg ich mal so einen Kotzreiz. Hier kommen irgendwie Flattermänner an, das ist mir auch alles scheißegal. Denn da ist der Sieg. Jawohl. Wieder mit überragender Qualität hat er sich gegen die zweitschwierigste Stufe durchgesetzt. Zeigt mir hier meinen tollen Sieg. Kann ich meinen Keks verbacken? Ich hatte auch mal vor, Donkey Kong Tropical Freeze zu machen, nur wenn ich jetzt letztens irgendwann gelesen habe, also da ist Nintendo irgendwie, die lassen sich ja dann immer die Musik da raus, also muss man ja dann rausnehmen, das habe ich schon keinen Bock und gut, das betrifft mich jetzt zwar nicht unbedingt, aber Nintendo geht gegen Let's Player so ein bisschen doch mehr vor, also da. Oh, ich will endlich mal wieder einen Teil hier bekommen. Warum kriege ich denn keine Dings mehr hier? Was habe ich denn hier? Sehe ich da irgendwie, wie viele Münzen ich habe? Wahrscheinlich kriege ich ab 1600 kriege ich eine. Weiß gar nicht, wie viele Teile man da bekommt. Aber wo war die Statistik? Was haben wir denn? 20 Siege, Yoshi, bla bla bla, Lieblingsreifen, Drifts, Turbos, Bewegungssteuerung in Prozent. Sehr interessant. Egal, guck mal, man kann Anleihen zu 1 und 2 spielen. Das war aber, glaube ich, auch von Anfang an noch nicht da, ne? Ja, hier, wie gesagt, kann man dann hier diese Amiibos, ne? Die ist ja auch was Tolles, dass man sich jetzt diese Typen da kaufen kann und dann davor, naja, egal, also auch, wenn ich mir Geldmacherei. Egal, ja, ist vorbei, ne? Die Runde ist. Aus, Ende, aus, ihr könnt gehen, ne? Ich mache jetzt hier die Luken dicht und wir hören uns dann wieder 2016. Nein, keine Ahnung. Muss mal gucken, wie gesagt, wenn mir mal wieder was über den Weg läuft, worauf ich Bock habe oder vielleicht, ja, finde ich ja doch noch den Stein der Weisen in FIFA. Ich habe keine Ahnung. Schaut einfach mal wieder vorbei. Und in diesem Sinne, macht es gut, ich bin raus, euer Crisinho, adios.